Ich bin hier im Hochwassergebiet und wenn ihr probiert, Bitcoin zu stoppen oder wenn ihr euch probiert, gegen Bitcoin zu stellen, dann ist es genauso, wie wenn ihr hier in den Fluss reinspringen würdet, weil Bitcoin ist eine Naturgewalt, gegen die ihr nicht ankommen könnt, genauso wie ihr auch nicht gegen den Fluss ankommen könnt. Wenn ihr hier in das Wasser springt und gegen den Strom schwimmen wollt, dann habt ihr keine Chance. Und genauso ist auch Bitcoin. Ihr habt keine Chance, gegen Bitcoin zu schießen. Ihr habt keine Chance, Bitcoin zu stoppen. Und es wird auch sehr, sehr schwierig für andere Assets, Bitcoin outzuperformen, weil Bitcoin eine ultimative Naturgewalt ist. Du solltest Bitcoin nicht verkaufen, auch wenn du schon 1000% Gewinn gemacht hast. Und warum? Ganz einfach, weil Bitcoin alles andere platt macht. Genauso wie der Fluss hier. Bitcoin macht alles platt, der Fluss macht alles platt. Bitcoin ist eine Naturgewalt. Und warum, erkläre ich dir jetzt. Hi Leute, ich bin der Marc und ich begrüße euch hier zurück auf dem Bitcoin Hotel YouTube Channel. Bitcoin zu verkaufen war historisch gesehen fast nie eine gute Idee. Bevor wir uns aber anschauen, warum es besonders jetzt wichtig sein kann, deine Bitcoin nicht zu verkaufen, musst du noch Folgendes verstehen. Du solltest deine menschliche Lebenszeit nicht damit verschwenden, in menschlichem Drama zu versinken, das du sowieso nicht kontrollieren kannst. Wir erleben gerade live einer dieser historischen Momente, in denen in der Menschheitsgeschichte die Dinge extrem aus den Fugen geraten. Und das kannst du nicht verändern, aber du kannst verändern, wie du darauf reagierst. Lies über die Geldgeschichte und was passiert, wenn ein Imperium verfällt. Schau dir mal an, was bei den Römern passiert ist. Spoiler-Alarm, es ist immer mit Währungsentwertung und Beschlagnahmung von Eigentum geendet. Wenn du das weißt, dann solltest du jetzt alles Mögliche dafür tun, um deiner Familie und deinen Freunden zu helfen, durch das bevorstehende Chaos gut durchzukommen. Wenn wir davon ausgehen, dass extremes Chaos und extreme Währungsentwertung auf uns zukommt, dann empfiehlt es sich natürlich, nicht staatliche Wertespeicher zu benutzen, die du jederzeit mobil mit dir mittragen kannst, mit 24 Wörtern über eine Grenze transportieren kannst. Dieser Wertespeicher, dieses Freiheitstool heißt natürlich Bitcoin. Sobald du dich und deine Familie vorbereitet hast auf das Worst Case, mach das Beste aus deiner Zeit, denn du wirst nicht jünger werden. Und auch wenn es nicht zu einer Währungsabwertung oder zu einer Beschlagnahmungswelle kommen sollte, dann hast du mit Bitcoin vermutlich trotzdem ein sehr, sehr gutes Investment getätigt, das dir über die nächsten Jahre deine Kaufkraft massiv verbessern wird und dementsprechend natürlich auch deinen Lifestyle massiv verbessern wird. Also mach das, was du schon immer machen wolltest und erinnere dich auch daran, wenn eine alte Welt zerfällt, entsteht auch eine neue Welt. Und das ist das, was wir auch momentan sehen, wie natürlich es auf der einen Seite riesen Chaos gibt, aber das Chaos natürlich auch eine riesen Chance sein kann. Und wenn du dich natürlich hier gut positionierst, kannst du hier eventuell sogar Profiteur sein, denn aus Krisen kann der Mensch natürlich auch immer ganz viel lernen und der Mensch ist einfach träge, er verändert nicht viel, aber wenn es dann natürlich Krisen gibt, wenn dir dann wirklich der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann musst du definitiv was verändern und Veränderung ist nichts Schlechtes, sondern Veränderung ist eigentlich was ganz Normales in unserem Universum und Veränderung bringt uns auch als Menschen nach vorne. When the consensus of the people realize that the dollar is shit, that there's just no point, I mean, it's good for transacting, but nothing else, they're going to do what the people in Weimar Germany did in 1922. The minute they get a hold of a dollar, they're going to convert it. Nobody wants to hold it. It's like a hot potato, right? They just want to get out of it, get out of it. It's called Gresham's Law. You're getting rid of the currency that you know will lose its purchasing power, and you're buying a currency that you know will hold or increase its purchasing power. And so that process will accelerate, and you know, just as in the Silicon Valley Bank instance, everybody at once suddenly said, holy shit, this bank is bankrupt, I gotta get my money out of there. It can happen fast. It could happen really, really fast. Don't discount the possibility that it could happen, you know, quickly and before 2030. Larry Lappert sieht hier sehr viel Chaos auf uns zukommen. Er sieht sogar hier noch ein potenzielles Hyperinflationsszenario vor 2030 möglich, wo die Leute einfach schlagartig über Nacht verstehen, hey, wir haben hier eigentlich nur wertloses Papiergeld und dann passiert es natürlich genauso wie in Weimar, wo dann die Leute einfach mit Schubkarren ihr Essen kaufen mussten, weil das Geld nichts mehr wert war, weil die Leute sofort das Geld abgestoßen haben wie heiße Kartoffeln. Das ist im Endeffekt hier das Gresham's Law, was er hier beschreibt, dass die Leute natürlich das harte Geld halten und das schlechte Geld sofort wieder ausgeben. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass in so einem Szenario die Leute
Gold halten, Bitcoin halten und natürlich schlechtes Geld abstoßen. Das kann natürlich ab einem gewissen Punkt passieren. Da gibt es wirklich so Kipppunkte, wie bei einem Bankrun vergleicht er das hier. Wenn die Leute einfach merken, okay, die Bank ist pleite, dann ziehen alle Leute ihr Geld ab. Wenn die Leute merken, der Dollar, der ist nichts mehr wert, dann stoßen alle Leute den Dollar ab. Und das ist wirklich hier ein Bankrun-artiges Szenario, das natürlich hier potenziell auf uns zukommen kann. Und das wäre natürlich katastrophal, das wünscht sich natürlich keiner, weil das hat natürlich enorme, massive Auswirkungen. Und die meisten Leute sind natürlich auf so ein Szenario nicht vorbereitet. Ich hoffe, du bist vorbereitet auf so ein Szenario, weil Bitcoin kann einem natürlich hier langfristig über so eine Krise helfen. Er geht sogar davon aus, dass das Ganze noch krassere Ausmaße annehmen kann wie in Weimar, weil mittlerweile sind natürlich die Menschen übers Internet viel, viel besser connected und wenn natürlich der Dollar kollabiert, ist es natürlich nicht nur ein deutschlandweites Ereignis, sondern es ist ein weltweites Ereignis, das natürlich ultimativ dramatisch wäre. Ich meine, bevor der Dollar kaputt geht, gehen noch andere Fiat-Währungen kaputt. Ich sehe das noch nicht ganz so drastisch wie hier Larry Leppert, der hier schon 2030 die Hyperinflation auf uns zukommen sieht. Aber definitiv ist es ein Szenario, wo man wirklich im Hinterkopf haben muss. I think a lot of them are going to make the classic mistake that actually one of my friends, a wealthy guy who I was speaking to recently, said, I don't know, man, you know, I was talking about 50,000. I don't know, man, you know, my average cost is much lower. He said, you know, God, you told me about it at 25. I should have bought it then. It's up 100%. How can I buy it? And I was like, dude, you don't get it, okay? I mean, if it's a million, does it matter if you paid 50 or 25? Obviously, it matters. You got twice as much. But the point is, you know, it's going so much higher. And so I think a lot of Wall Streeters are going to make the classic mistake of selling it when it's up 200%. Do you know what I mean? A lot of people are going to make that mistake, in my view, because they don't really deeply understand what they hold. And, mm-hmm. and they don't really deeply understand just how far this thing can go. And so, you know, I mean, that's fine. That's their prerogative. But, you know, it takes, as you know, because you've been in this for a while and you've studied, it takes a while to fully, deeply understand just how fundamental this thing is and how much it's going to continue to go up for a long, long time. Sales is going up forever, Laura. I mean, I agree with him. Viele Leute machen den Fehler, dass sie sich wirklich verleiten lassen, dass sie wirklich denken, okay, Bitcoin ist jetzt schon um 50% gestiegen, jetzt brauche ich nicht mehr einsteigen. Bitcoin ist schon um 100% gestiegen, um 1000%, um 10.000%. Jetzt brauche ich nicht mehr einsteigen. Larry Leppert ist sicher, aber sehr, sehr sicher, dass Bitcoin noch für eine sehr, sehr lange Zeit weiter steigen wird. Er redet ja auch davon, dass Bitcoin für immer weiter steigen wird. Und das bedeutet natürlich auch, selbst wenn Bitcoin schon um 1000% gestiegen ist, um 10.000% gestiegen ist, dann macht es immer noch Sinn, Bitcoin zu kaufen. Und das ist wirklich das Fundamentale, das man verstehen muss, dass wir hier wirklich eine Number-Go-Up-Technologie haben, die nicht mehr zu stoppen ist und natürlich auch oben nicht irgendwann aufhört im Wachstum. Und dann gibt es irgendwie, dann haben wir mal die Millionenmarke erreicht und dann hört Bitcoin auf im wachsen und dementsprechend wird natürlich Bitcoin mal auf Hunderttausende steigen, auf Millionen und dann wird es auch da nicht enden, sondern dann wird es tendenziell immer weitergehen und desto schneller natürlich der Fiat, sag ich mal, das Fiat-System natürlich gegen die Wand fährt, desto mehr wird natürlich Bitcoin auch noch davon profitieren. Wenn man Bitcoin mal ein paar Stunden studiert hat, dann erkennt man irgendwann, hey, nach oben gibt es eigentlich kein Limit und das weiß natürlich heute noch fast keiner. Frag mal auf der Straße, was die Leute über Bitcoin wissen. Und auch die Wall Street weiß das nicht. Auch professionelle Investoren wissen das nicht. Die investieren teilweise in Bitcoin. Die sind sich aber gar nicht bewusst, in was für eine brachiale Power die hier investieren. In eine Number-Go-Up-Technologie, die nicht mehr zu stoppen ist, die die Tendenz hat, weiter in der Kaufkraft zu steigen. Solange es natürlich auch noch Fiat-Geld gibt, mit dem wir Bitcoin bemessen, solange wird auch Bitcoin weiter im Preis steigen. But it, you know, it is an asset that because of its limited supply will continually grow in value. Having said all that, you know, you also need to live. And you know, being a rich millionaire, billionaire, whatever it might be, you know, in my view is short-sighted as well. Such that, you know, I mean, I know people, and yeah, maybe one of them who at, you know, at $1 million a coin might say, well, I need to lighten up a little bit here. I want to take a vacation or, you know, I don't know what a vacation will cost then. But. Die Menschheit ist sich wirklich noch nicht dessen bewusst, was es bedeutet, ein Fixed-to-Bly-Asset zu haben, also einen Vermögenswert, den man nicht mehr ausweiten kann, der wirklich absolut begrenzt ist, egal was man macht, er kann nicht mehr ausgeweitet werden. Das bedeutet natürlich, dass du hier tendenziell ein Tool hast, um Kaufkraft
zu steigern. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich aufpassen, weil das hat natürlich auch wieder die große Falle, dass du dann so frugal wirst und so sparsam lebst, dass du quasi vergisst zu leben. Und das muss man natürlich wirklich in Balance bringen, was hier auch Larry Leppert sagt, dass du auf der einen Seite natürlich hier Geld sparst und sparsam bist, auf der anderen Seite aber wirklich auch Geld ausgibst für Dinge, die du wirklich wertschätzt und hier wirklich die richtige Balance findest, weil das ist wirklich die Falle, in die auch viele Bitcoin-Freaks, sag ich mal, einfach reintappen, dass sie dann nur noch für morgen leben und gar nicht mehr im Hier und Jetzt leben und einfach nur noch auf Sparen bedacht sind, aber vergessen, dass man das ganze Geld, das du hast, dass du das alles nicht mitnehmen kannst, weil du kommst nackt und du gehst nackt von dem Planet und 10.000 Bitcoin im Grab, die bringen dir einfach gar nichts. But it's also a little bit of the be careful what you wish for, because you know we could have $10 million Bitcoin, but in the same environment we could also have $100 gasoline, right? I mean, it's like part of what's going to the monetary debasement that's taking place, that's driving what the Bitcoin adoption is also driving higher nominal prices. Wall Street, in my opinion, will be slow to figure it out. Man muss sich wirklich sehr gut überlegen, was man denn wünscht, weil viele Bitcoin-Halter, die wünschen sich natürlich sechsstellige, siebenstellige Bitcoin-Kurse. Aber was bedeutet das denn, wenn wir einen 10 Millionen US-Dollar Bitcoin-Kurs haben? Dann kann das natürlich im positiven Szenario bedeuten, dass sich Bitcoin einfach durchgesetzt hat, Bitcoin monetäres Premium von anderen Asset-Klassen aufgezogen hat und natürlich Bitcoin jetzt vielleicht Weltreservewährung oder whatever ist, Bitcoin im Mainstream angekommen. Bitcoin auf 10 Millionen US-Dollar könnte aber auch bedeuten, dass einfach der Denominator abgewertet hat, dass wir ein Hyperinflationsszenario haben, ein Chaos-Szenario, das, wovon wir vorher geredet haben. Und das ist natürlich nicht schön, weil wenn du natürlich einen Bitcoin hast, der ist dann irgendwie 10 Millionen US-Dollar wert, aber eine Tankfüllung für dein Auto kostet dann vielleicht auch 10.000 US-Dollar, dann sind natürlich im Verhältnis die 10 Millionen Bitcoin-Preise natürlich nicht mehr wirklich so geil, wie man das eigentlich denkt. Das heißt, wir wissen nicht wirklich, was auf uns zukommt, was sehr wahrscheinlich ist, dass Bitcoin weiter im Preis steigt. Aber ob jetzt wirklich ein Chaos-Szenario dazu führt oder einfach, dass die fundamental überzeugenden Werte von Bitcoin dazu führen oder es ein Mix aus beiden ist, das weiß natürlich niemand. Aber schreibt mir auch sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr eher einen sehr hohen Bitcoin-Preis seht unter einem Chaos-Szenario oder ob ihr eher einen sehr hohen Bitcoin-Preis seht, weil sich Bitcoin einfach durchsetzt, weil es einfach fundamental so gute Eigenschaften hat. And I think the average Wall Streeter thinks they're smarter than the average person. They tend to be relatively arrogant. They tend to be relatively rich. The system has rewarded them and told them that they're smart and successful. And that's why it's going to be such a disruption to their worldview, as this thing, you know, just totally demonetizes everything. Das hier ist noch ein sehr spannender Punkt. Hier redet er nämlich darüber, dass die Wall Street natürlich denkt, sie sind die Superinvestoren und natürlich auch sehr, sehr hochnäsig sind und sie natürlich auch denken, dass sie vielleicht mehr wissen als die normalen Leute. Und zu einem gewissen Grad stimmt es vielleicht auch. Die Wall Street hat natürlich auch tendenziell vielleicht teilweise unfaire Vorteile. Aber Bitcoin ist natürlich hier der Ultra-Game-Changer, weil Bitcoin auf einmal ermöglicht es dir, von zu Hause als normaler Pleb, als normaler kleiner Mensch, sage ich einfach mal, ich meine, wir sind keine kleinen Menschen, wir sind ultramächtige Wesen, aber den meisten Leuten ist das gar nicht bewusst. Aber wir können jetzt auch, wenn wir keinen Zugang zur Wall Street haben, einen Hedgefondsmanager, einen Wall Street Manager easy outperformen, einfach indem wir nur Bitcoin kaufen. Und der macht hier Rebalancing, der macht hier irgendwelche Portfoliostrategien und du hältst einfach nur Bitcoin, machst gar nichts, gehst an den Strand, chillst, gehst in den Wald eine Runde barfuß laufen oder was auch immer und kannst den Hedgefondsmanager, den Wall Street Manager easy outperformen. Das ist natürlich die Power von Bitcoin, die wir davor nicht in dem Maße hatten. Da gab es kein Asset, wo wir einfach so einen Wall Street Manager outperformen konnten. Er geht hier davon aus, dass Bitcoin absolut alles demonetarisieren wird, also den Immobilienmarkt, den Aktienmarkt, den Anleihenmarkt und so weiter. Wir haben sehr viel monetäres Premium in all diesen Märkten. Im Endeffekt wird einfach die Aktie, die Immobilie zum Sparen benutzt, weil unser Geld kaputt ist. Das ganze monetäre Premium zieht Bitcoin raus. Das bedeutet natürlich, wenn das, was hier Larry Leppert sagt, dann geht Bitcoin nicht auf sechsstellige Kurse, sondern dann sind wir ganz locker irgendwo im siebenstelligen Bereich unterwegs. Und das ist natürlich eine sehr, sehr bullische Prognose hier. Und deshalb solltet ihr Bitcoin aus mehreren Gründen nicht verkaufen. Erstens natürlich, weil es ein tendenzielles Krisengeld ist, das euch natürlich über Chaos hinwegbringen kann, wenn wir zum Beispiel Zensurwellen haben, wenn wir zum Beispiel Beschlagnahmungswellen haben. Zweitens ist natürlich Bitcoin ein ultimativ geiles Investment und wenn ihr hier 1000% gemacht habt,
verkauft Bitcoin nicht, weil sonst verpasst ihr die nächsten 1000% oder die nächsten 100%, die dann natürlich noch danach kommen. Und drittens, solltet ihr auch Bitcoin nicht verkaufen, wenn das Bitcoin mal irgendwie um 10% fällt oder vielleicht um 50% fällt, weil ihr dann denkt, okay, jetzt habt ihr einen Panikverkauf oder jetzt müsst ihr einen Panikverkauf machen, weil ihr sonst euer ganzes Geld verliert und Bitcoin auf null geht. Das heißt, hier haben wir wirklich drei Szenarien, in denen es keinen Sinn macht, Bitcoin zu verkaufen. Unter manchen Umständen macht es natürlich schon Sinn, Bitcoin zu verkaufen. Wenn der ein oder andere sagt, er traut sich wirklich zu, die Bitcoin-Zyklen zu timen, dann verstehe ich das, wenn jetzt jemand sagt, er will Bitcoin verkaufen. Für 99-95% der Menschen macht es keinen Sinn, weil sie die Zyklen eh nicht timen können. Ich traue mir auch nicht zu, die Zyklen zu timen. Und ich weiß nicht, wie viele Stories ich kenne von Leuten, die 2011, 12 oder 10 Bitcoin gekauft haben und dann einfach gesagt haben, okay, jetzt 2015, 2016 verkaufe ich Bitcoin. Und dann haben sie sich damals natürlich super geil gefühlt. Mittlerweile fühlen sie sich natürlich beschissen, weil mittlerweile haben sie natürlich mega viel Gains verpasst, weil sie einfach schon viel zu früh den Gewinner verkauft haben. Und das ist im Endeffekt genau das Thema, die Gewinner im Portfolio halten. Und die Verlierer, die kann man natürlich wegtun, aber Bitcoin ist halt hier, wie Larry Leppert sagt, tendenziell auch über die nächsten 10 Jahre ein Gewinner. Und Gewinner sollte man natürlich nicht abstoßen. Das ist natürlich eine sehr, sehr schlechte Strategie. Ich habe auf jeden Fall hier noch einen sehr, sehr schönen Brief bekommen von jemand, der natürlich hier sehr, sehr gern zuschaut auf diesem YouTube-Kanal. Und er schreibt hier, dass er das natürlich faszinierend findet, alles von Bitcoin. Aber er hat hier noch etwas Zweifel und er hat hier eine Frage an mich. Und ich glaube, es macht Sinn, die Frage hier auch offen zu beantworten, weil ich glaube, die Frage stellen sich wirklich ganz, ganz viele Leute und die Frage kommt immer und immer wieder. Und zwar schreibt er hier, ist ein Satoshi wirklich die kleinste mögliche Einheit? 100 Millionen Satoshi, 21 Millionen Bitcoin wird doch niemals ausreichen, um alles, was es jemals auf der Welt und im Universum geben wird, zu bepreisen. Wird es dann sowas wie Mikro-Satoshis geben? Beispielsweise ein Satoshi sind gleich 10.000 Mikro-Satoshi oder ähnlich. Was jedoch, wenn wir irgendwann an einem Punkt sind, wo man feststellt, dass die Menge an Satoshis nicht ausreicht und Mikro-Satoshis eingeführt werden, damit weitet man ja letztendlich auch die bestehende Satmenge aus und das könnte unendlich oft so weitergehen, indem man sich ausweitet als Menschheit. Ich hoffe, du verstehst meine Gedanken. Das ist natürlich eine absolut berechtfertigte Frage, aber hier kann man wirklich eine Warnung geben, weil natürlich es gibt Satoshis und Satoshis sind die Untereinheit und so kann man natürlich Bitcoin stückeln. 1 Million Satoshis sind ein Bitcoin, aber natürlich könnte man natürlich jetzt auch als Netzwerk sagen, wenn irgendwann Bitcoin zu arg im Preis steigt und wir einfach eine zu crazy Adoption haben und so viele Leute haben jetzt vielleicht irgendwann mal ein Satoshi, ein Cent ist. Irgendwann könnte man zum Beispiel auch als Community sagen, okay, wir verändern was am Bitcoin-Code und wir führen jetzt zum Beispiel noch eine andere Währungseinheit ein. Wir führen jetzt zum Beispiel Nakamotos ein oder wir führen irgendwie Milli-Makro-Satoshis oder whatever ein. Im Lightning-Netzwerk gibt es tatsächlich schon sowas auf einer Second-Layer-Solution. Da gibt es tatsächlich schon Mikro-Satoshis und kleinere Einheiten. Das heißt, da können wir schon tiefer skalieren. Im Main-Layer bräuchten wir tatsächlich dazu eine Veränderung. Aber hier muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen, auch weil du auch sagtest hier von wegen, was passiert denn, wenn wir jetzt einfach nach unten die Einheiten verkleinern, noch zusätzliche Einheiten einführen, also Mikro-Satoshi, dann wird ja die Menge verwässert. Das heißt, dann wird ja das 21-Millionen-Limit gecapped. Das heißt, dann gibt es mehr Bitcoin, so wie ich das verstanden habe. Aber dann gibt es nicht wirklich mehr Bitcoin, sondern alles, was hier passiert, hier wird quasi die Skalierbarkeit nach unten erweitert. Das heißt, nicht die 21 Millionen werden gebrochen, sondern einfach die Aufstückelung wird gebrochen. Das heißt, wie eine Pizza, die im Endeffekt auch begrenzt ist, so ist Bitcoin begrenzt. Und wenn du jetzt zum Beispiel Satoshis hast, dann hast du halt relativ große Stücke. Und wenn du jetzt zum Beispiel Mikro-Satoshis hast, dann hast du einfach kleinere Stücke von der Pizza. Und das musst du einfach im Endeffekt mitnehmen, dass wenn du Bitcoin hier stückelst, du nichts an den 21 Millionen Bitcoin änderst, sondern nur die Aufspaltung der 21 Millionen Bitcoin sich ändert. Und dementsprechend wird Bitcoin immer limitiert auf 21 Millionen sein, aber wir können potenziell, wenn wir das wollen, entweder auf dem First Layer mit einer Änderung vom Code oder im Second Layer können wir Bitcoin beliebig oft nach unten unterteilen. Aber das Ganze wäre natürlich auch ein riesen Luxusproblem, wenn wir mal wirklich die satt zu Euro-Parität haben, zum Beispiel 1 Euro ist 1 Satoshi oder dann irgendwann 1 Cent ist 1 Satoshi. Das könnte natürlich irgendwann definitiv auf uns zukommen, aber dann wird es definitiv Lösungen geben und die Lösungen, die ich hier vorgeschlagen habe, sind meiner Meinung nach die Lösungen, die dann auch angewendet werden. Ich hoffe, das
hilft dir die Frage und die Frage ist somit beantwortet. Schreibt mir jetzt gerne mal in die Kommentare, wann und in welchem Szenario ihr den Bitcoin verkaufen würdet. Für mich ist auf jeden Fall der Verkauf von Bitcoin sinnvoll, wenn es natürlich für Tätigkeiten sind oder Erfahrungen oder einfach Dinge, die ich sehr, sehr wertschätze und sehr, sehr gerne in meinem Leben erfahren will. Dann lohnt es sich natürlich auch immer, Bitcoin zu verkaufen. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu denkt, wie ihr zu der Thematik steht oder sagt ihr generell, ihr verkauft eure Bitcoin nie. Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken nicht vergessen. Bis dann. Peace out.